Studienfächer, bei denen intensiv mit dem Computer gearbeitet wird. Welche könnten das sein? Ich schätze mal, die meisten von euch denken dabei an Informatik und danach an Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften. Allerdings ein Fach, das auch dazu gehört, das ist die Musikwissenschaft. Da wird nicht nur mit Instrumenten und Noten, sondern auch mit moderner Technik gearbeitet. Studentin Sina Blum stellt uns im Quickcheck ihren Studiengang vor und räumt dabei mit einigen Klischees auf. Hallo, ich bin Lisina und ich studiere Musikwissenschaften und erzähle euch heute was über meinen Studiengang. Viele denken, ich studiere so. Aber tatsächlich studiere ich so. Oder so. Wir arbeiten hier also auch schon digital. Wir haben sogar eine eigene Musikinformatik. Und insgesamt beschäftigen wir uns mit vielen verschiedenen Themen. Wir lernen zum Beispiel die verschiedenen Satztechniken der Epochen, franco-flämische Schule, Klassik, Barock. Hier in Mainz beschäftigen wir uns sehr stark mit der historischen Musikwissenschaft. Zum Beispiel mit ihm hier. Man sollte Partituren lesen können, man sollte Grundlagen in der Harmonielehre beherrschen und es ist absolut von Vorteil, wenn man ein Instrument oder auch gerne mehrere spielt und wenn man ein geschultes Gehör hat. Und Fremdsprachen zu können, ist auch nicht schlecht. Die Fenster zuzubekommen. Fachlich war es jetzt für mich vielleicht eher die Mathematik in der Musikinformatik, aber für andere ist es vielleicht der Notensatz, wo wir eigene kleine Stücke schreiben müssen. Insgesamt muss man sagen, das Studium ist so vielfältig, dass es doch eine individuelle Sache ist. Nicht nur ich interessiere mich für Musikwissenschaften, sondern insgesamt sind wir hier 233 Studierende. Und davon sind ca. 40 Erstis pro Semester. Bei der Geschlechterverteilung haben wir keine genauen Zahlen, aber gefühlt sind es 2/3 Frauen und 1/3 Männer. Tja, es gibt nur einen Raum, aber der hat es in sich. Zum Beispiel haben wir hier ein total verstopftes Cembalo, auf dem nie jemand spielt. Jetzt weiß ich auch warum. Sorry. Außerdem haben wir aber noch ein Klavier und einen Flügel, die öfters gespielt werden und auch ein bisschen besser gestimmt sind. Außerdem noch die Orgel, aber die habe ich noch nie gehört. Debussy, der dann in Takt 14 mit den Mixturen anfängt, er fängt mit einem Desdur-Septnon-Akkord an und wandert dann über einen F-Dur-Septnon-Akkord wieder zurück zu Desdur und dann zu B-Dur, auch wieder ein Septnon-Akkord. Natürlich sind ja Mixturen, ist ja klar, sind sogar reale Mixturen. Keine tonalen Mixturen, nein. Das macht er in einem anderen Stück. Ganz so schlimm ist es nicht, dass wir nur wissenschaftlich nerdige Gespräche führen und die sind, die durch die Aufnahmeprüfung bei der Musikhochschule fallen. Wir musizieren schon auch noch selbst. Ich bin da noch ganz offen. Das liegt aber auch daran, dass man als Musikwissenschaftler so viele Möglichkeiten hat. Man kann ganz einfach an der Uni bleiben, man kann aber auch ins Musikverlagswesen gehen, was in Mainz mit Verlagen wie Schott natürlich interessant ist. Man kann in den journalistischen Bereich gehen. Oder man kann als Dramaturg in Richtung Musiktheater gehen und ja, noch vieles, vieles mehr.